Kartons hinten drin. Ich habe euch ja erzählt, ich habe mir so eine Lagerbox angemietet hier in der Nähe. So 5-6 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich check das jetzt mal ab. Das ist alles mit einem Code und so gesichert. Und bevor ich jetzt mit einem riesen Transporter da irgendwie hinfahre und nicht klarkomme, haue ich erstmal 3 Kartons rein, check das ab, wie das läuft. Und dann miete ich mir einen Transporter. Und dann können wir hoffentlich irgendwann wieder leben noch, ne? Einfach mal wieder eine freie Wohnung. Haben wir wieder Living in der Wohnung. Das ist halt echt Lager gewesen die letzten Monate. Und das ist jetzt so erstmal der Plan. Vorübergehend mit so einer Lagerbox, dann immer so Bestand quasi wieder nach Hause holen zum Versenden, wenn was bestellt wird und nachgefüllt werden muss. Und dann habe ich ein bisschen Zeit und keinen Stress, mir jetzt irgendwie auch ein vernünftiges Office zu suchen, wo es am Ende passt. Ne? Die Lagerbox ist groß genug, das sind jetzt 15 Quadratmeter, ist natürlich nicht riesig, da muss man stapeln. Inventur ist auch schwierig, weil ich da wahrscheinlich keine Regale aufstellen kann, aber es ist vorübergehend erstmal irgendwie so eine Lösung und wir können vielleicht zu Hause wieder ein bisschen Luft kriegen. Schaut mal, man kann jetzt hier einfach reinfahren und man hat das so einen Code und ich gucke, ob das geht. Mit dem Mini fahren wahrscheinlich die wenigsten hier in so eine Lagerhalle rein. Okay, so Storage. Sehr praktisch. So, perfekt. So, das sind 15 Quadratmeter. Ja, da geht das, was ich habe, safe rein. Ich glaube, das reicht auf jeden Fall erstmal. Da kann ich auch ordentlich nachproduzieren und neue Produkte für euch können. Sehr geil. Guck mal, hier unten ist dann gleich so ein Schloss. Das wird dann ausgetauscht, das ist ab sofort meins. Und ja. Boah, ich bin so froh. Ich glaube, wir kriegen die Wohnung echt frei, ne? Sehr geil. Hier, guck mal, 25 Kilo Pizzamehl. Muss erstmal umgefüllt werden. Damit ist das ganze Zeug nicht durch die Wohnung fliegt. Aber man spart bei solchen Mengen natürlich. Und ich freue mich auf die nächste Pizza. Und so sieht das aus. Guck mal, das ist kaputt. Das ist wirklich gutes Mehl. Aber das ist jetzt echt so für Pizzeria. Also sieht das eigentlich in der Pizzeria aus. Vielleicht haben wir irgendwann mal eine eigene. Das sind so Alltagsbeschäftigungen, die wir machen, Pizza hier umfüllen. So, es ist Abendessen. Ich nehme euch so ein bisschen mit, was wir uns hier so in der Woche reinzwiebeln. Das wären am Ende Wraps oder auch Fladenbrot, eine Eier, Hähnchen, ein bisschen Gestrüpp, haben wir Käse, Sour Cream, Jalapenos, Salat, ja, Baked Beans. Und dann hauen wir das entweder in diese Tortilla Wraps oder ins Fladenbrot. Hiermit machen wir es ein bisschen crunchy, dann zerläuft der Käse ganz geil. Und dann chillen wir mal ein bisschen hier. Typisches Intervallfasten Abend. Also gucken wir auf die Uhr. 10 Uhr. Leider bei uns inzwischen Standard, dass wir es nicht früher schaffen, weil wir so viel zu tun haben. Aber haben wir uns dran gewöhnt noch, ne? Ja, wird halt spät. Meistens tatsächlich sich inzwischen fast nach 10 Uhr, ne? Ja. Und an der Woche nach 10 Uhr. Wir versuchen mal früher. Schaffen wir es mal früher. Ja, wir sind richtig froh, wenn wir es mal um 9 schaffen. Aber ja, wir kommen drauf klar. Also es ist einfach alles sind Gewohnheit. Halt sind halt busy. Ne? Aber hier, guck mal. Wie gesagt, das kommt jetzt bald alles in den Lagerraum. Ich habe euch ja gerade die 15 Quadratmeter gezeigt und das kriegen wir safe alles rein. Und da bin ich froh und dann haben wir hier auch wieder die Ecke frei. Wir haben hier übrigens, zeige ich euch mal, unseren Pizzaofen. Und das ist, wird hier einfach zu so einer Kommode. Und den werden wir wahrscheinlich dann hier mit einer anderen Kommode noch hinmachen. Und dieses Teil können wir dann da hinten in die Ecke stellen. Und dann sieht es hier wieder ein bisschen besser aus. So, jetzt hauen wir mal rein. Nicht zu vergessen, Sportsrunde, natürlich die mit Hackfleisch und Käse überbackenen Nachos. Ein ganzes Blech für uns. So wie bei diesen Ami-Läden, kennt ihr ja vielleicht. In Dortmund bei uns gab es mal so einen Roadstop in Hohensieburg und da haben wir das mal reingehauen. Sowas ist mal richtig nice. Jo, schaut mal, so sieht das Ganze aus. Schön crispy von außen, schön schmierig von innen. Spiegelei noch hier. So, das gibt eine gute Gönnung. Wir hauen rein. Taku drückt seinen Salami-Knopf. Er will nämlich auch essen. Den kann er drücken und dann kann er sich melden. Immer wenn wir essen, er macht ja auch Intervallfasten, will er auch. Ja, Taku, dann kriegst du auch deine Salami. Yo, let's go, liebe Sportsfreunde. Hat mir so ein dickes Ding hier gemietet. Und dann gucken wir mal, was wir heute da alles reinkriegen an Paketen. Der Spiegel muss erstmal raus und let's go rein da und endlich die Wohnung frei und leer kriegen. So, ich hasse solche großen Autos übrigens in Berlin. Das macht in Berlin gar keinen Spaß mehr zum Ding, weil du hast ja überall übelst Verkehr hier, du kannst nirgendwo halten, die Stadt ist voll. Hab zum Glück einen Sonntag extra ausgewählt, aber ich habe lieber kleine Autos, bin ich ganz ehrlich, da ist man flexibler, mobiler und hat mehr Platz. So, let's go. Ja, läuft, Sportsrunde läuft. Geht schon ganz tief hier. Alles easy. Gewöhnt man sich nach ein paar Minuten dran und dann macht das sogar Spaß hier gerade, ne? Wie so ein Trucker. So, hier geht ja einiges rein, liebe Sportsfreunde. Mega praktisch.
kleinen Struggle habe ich. Ich habe alle Lieferungen, die noch kommen, erstmal natürlich an die Privatadresse bestellt. Die sind schon auf dem Weg, die kann ich nicht mehr ändern. Das heißt, es kommen in der Zukunft wieder große Pakete oder viele auch hier nach Hause. Und dann muss ich die erstmal wieder ins Lager bringen und dann immer nur für den täglichen Verkauf quasi die Sachen zu Hause haben. Sonst ist zu viel zu Hause und dementsprechend muss ich dann wahrscheinlich so öfters ein Ding hier buchen. Aber für den täglichen Bedarf, vielleicht werde ich mir irgendwann so ein Ding einfach mal für die Firma gönnen, weil es macht halt mega Sinn. So einiges hier zusammengekommen. So, ab ins Lager. Da, 15 Quadratmeter. Da ist noch ein bisschen Platz, aber ich habe es erstmal ein bisschen geordnet. Er sieht jetzt hier von wenig aus, in der Wohnung natürlich extrem viel. Swingtrainer, Verpackung, Shaker, hier kommen dann bald die Bänder hin, da sind 500 nachbestellt. Und ja, ohne Witz, ich bin froh, ne? Das können wir wieder erleben. Oh, schaut mal. Das Schränkchen haben wir da hinten hingestellt, das stand ja vorher hier. Und ja, endlich wieder ein bisschen Platz. Jetzt haben wir ein bisschen Spielraum. Hier kommt jetzt noch so eine Kommode hin, denn unser Pizzaofen, der steht noch hier unten. Und dann haben wir den auch hier an der Ecke. Und ja, dann ist es schon wieder ein bisschen mehr Wohnung. Der Flur ist komplett frei. Es heilt schon wieder so ein bisschen. Ganz ungewohnt. Sehr geil. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people. And they do whatever I say so. Have chicks hair color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind. And I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds. But all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. So, wir kommen mal zum Abendessen. Heute machen wir lecker Sommerrollen. Kennt ihr auch hoffentlich, oder? Das Beste. Noch ist ja Expertin darin, ne? Mhm. Richtig geil. Salatblätter, Reis, Nudeln, das ist so Gurke, das ist so Ei-Omelette. Hähnchen, Garnelen, ja, Erdnüsse, Erdnusssoße und dann hat man dieses, das ist auch Reispapier, ne? Mhm. Kennt ihr? Dann wird es so eingerollt, nass gemacht und dann kann man das so wickeln. Deswegen habe ich das gleich mal. Schmeckt richtig geil und es ist sogar relativ clean. Fischsoße ist noch da. Kennt ihr vielleicht aus dem Restaurant, aber wenn man es selber macht, kann man mehr Eiweiß reinballern und es schmeckt tausendmal besser. Jo, so sieht das dann aus. Man haut das alles auf so einen Haufen und dann rollt man das ein, weil das Ding ja hier nass geworden ist und dann ist das schon matschig. Dann kann man das so zusammenkleben. Das klebt schön zusammen. Ne? Kennt ihr, so kennt ihr es vielleicht, ne? Und dann kann man es schön dippen. Sie mag mehr so die Fischsoße. Ich bin mehr so auf Fett und Erdnusssoße viel geiler. Wenn ein Deutscher macht, ist das nicht ganz so professionell. Ich glaube, eher Salat, ne? So ein bisschen hier unten macht man das so hin. Dann machen wir hier einen so hiervon. Dann nehmen wir, ich glaube, die Garnelen, die kann man so davor so legen. Nicht so viele. Hey, ich brauche Proteine noch, was denkst du denn? Ja, kannst ja mehrere. So, machen. Dann machen wir hier, glaube ich, das drauf. Das ist so Omelette. So, jetzt brauchen wir noch ein paar, das schmeckt dann schön crunchy, ein paar Erdnüsse. Ja, jetzt räum mal zusammen. Ich bin mal gespannt. Ich muss erst von den Seiten so, ne? Guck mal. Hier so, guck mal. Oh, da fallen sie aber schon weg, ne? Oh, 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 na, das wird also, schon. Na, das wird ja schon. Taco Bell auch schon. Ist okay. Geht durch, guck mal. So, ne? Geil. Na, zeig mal. Und dann tippt man das hier rein. So kennt ihr das vielleicht. Mmh.